Hi, hier ist der Manuel vom Session und ich zeige euch heute von Checkter die Solo Custom in Faded Vintage Sunburst. Checkter Solo Custom habe ich mir heute mal rausgesucht für euch und für diejenigen, die Checkter so ein bisschen kennen. Ihr wisst ja, Checkter baut überwiegend hauptsächlich diese Metal-Bretter, ja, zum Beispiel, wenn man sich die Namen einfach nur mal anguckt von den Serien, wie Checkter die nennt, eine Omen, die Damien, die Hellraiser-Serie, und da muss man einfach sagen, das ist wirklich eine Gitarrenmarke, die sehr, sehr stark in die Metal-Ecke abzielt. Auch die Jeff Loomis Signature-Gitarre natürlich, ganz, ganz wichtig. Mit der Solo Custom geht Checkter so ein bisschen in eine Richtung à la Gibson Les Paul, muss man ganz klar dazu sagen. Wenn man sich das Instrument anguckt, sieht man sowohl optisch als auch, wenn man weiß, was drinsteckt in dem Instrument, dass es so ein bisschen an eine Paula angelehnt ist, und genau das soll sie eigentlich auch machen. Wir haben an Bord zwei Humbucker, und zwar Seymour Duncan Custom Humbucker sind das. Dann diesen ganz typischen Aufbau für alles, was irgendwie in Richtung Paula abzielt, den Mahagoni-Boden. Die Ahorndecke obendrauf, eine geriegelte Ahorndecke. Der Hals ist ebenfalls aus Mahagoni, so wie sich das gehört. Und das Griffbrett ist Ebenholz. Ja, jetzt werden vielleicht einige sagen, okay, Gibson Les Paul ist doch eigentlich Palisander, was da oben drauf ist. Das stimmt zum großen Teil auch. Allerdings muss man sagen, dass die Klangeigenschaften von Palisander und Ebenholz eigentlich relativ gleich sind. Also insofern macht das vom Ton her keine großen Unterschiede aus. Die Mechaniken, die wir hier oben dran haben, vielleicht kann man das nochmal zeigen hier, sind auch ganz besondere, sind keine normalen, sondern es sind Security-Mechaniken. Das heißt also, die Seite wird hier oben nicht mehr aufgewickelt, sondern wird einfach nur durchgesteckt, hinten zugedreht, abgepetzt und dann einfach nur gestimmt. Und das war es dann eigentlich auch schon. So. Ich habe schon gesagt, die Gitarre ist so ein kleiner Angriff auf eine Les Paul. Und wenn man sich die Gitarre mal ein bisschen mit weniger Verzerrung anhört, und dann hört man auch, dass die Gitarre sehr, sehr dick klingt, sehr, sehr viel Boden hat. Und allerdings muss man dazu sagen, die Gitarre hat noch hier, man kann es vielleicht schon erkennen, eine kleine Besonderheit. Und zwar, ich habe hier einen Push-Pull-Poti, wo ich auch die Humbucker in Single-Coils splitten kann. Das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich fange einfach mal im Humbucker-Mode an.
Ja, und geh mal, fangen wir vom Hals-Pickup aus an. Ja. Ja, und ihr hört, das klingt sehr, sehr wuchtig, sehr warm, sehr dick. Position weiter. So, jetzt splitte ich das Ganze mal. Ihr hört, es wird viel transparenter, es wird viel dünner vom Ton, aber trotzdem wird es nicht zu, ja, wie soll ich sagen, also es wird, der Ton, der dicke Ton bleibt eigentlich, also es wird nicht so, dass man jetzt sagt, das klingt jetzt wie eine Strat oder so, also das um Gottes Willen, das tut es auf keinen Fall. Es bleibt trotzdem sehr warm, sehr dick, aber trotzdem halt viel, viel dünner vom Ton. Ja. So. Jetzt gehe ich nochmal auf die verzerrte Bank und zeige euch jetzt auch nochmal alle Pickups, sowohl oben, unten, als auch gesplittet. Ja. Damit ihr seht, dass die Gitarre auch richtig rocken kann und richtig, man auch richtig Metal mitspielen kann, gehe ich jetzt noch eins weiter und spiele mal ein bisschen heftiger. Thank you.
Jetzt habt ihr also alles ziemlich mal gehört, was man mit der Gitarre so machen kann. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck von dem Instrument. Und wenn ihr das Ding selbst mal anspielen wollt, was ich euch wirklich dringend empfehle, kommt einfach mal bei uns vorbei im Laden oder bestellt euch das Ding über einen Webshop. Ihr wisst ja, 33 Tage Geld zurück, 66 Tage Umtauschrecht. Und das war es soweit von mir für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal.